Angekommen im Landschlösschen Bockenbach beginnt unser Wochenende als echte Prinzessin. An was denkt man, wenn man sich eine Prinzessin vorstellt? Natürlich an wunderschöne Kleidung und die schönste Krone, die man sich nur vorstellen kann. Weil jede unserer Prinzessinnen so eine Krone braucht, werden diese fleißig selbst gebastelt. Weil es schon langsam spät wird und es Zeit ist, zu Bett zu gehen, gibt es noch eine Geschichte über Prinzessin Pfiffigunde. Müde und voller Spannung auf den nächsten Tag verschwinden die Prinzessinnen in ihren Gemächern. Wie weckt man eine Prinzessin wohl am besten auf? Mit einer Runde Morgensport. Die Jacken und Schuhe an, geht es bei Sonnenschein hinaus an die frische Luft. Gemeinsam wird gefrühstückt. Dann geht es los auf ein Abenteuer. Es heißt, eine Prinzessin müsse befreit werden. Verschiedenste märchenhafte Stationen müssen im Schloss bewältigt werden und am Ende erwartet die Prinzessinnen eine Überraschung. Denn die Prinzessin, die sie alle gesucht haben, sind sie selbst. In der Küche dampfen die Töpfe. Es ist Zeit für das Mittagessen. Der Blick auf die Uhr verrät, dass es jetzt an die Vorbereitung für den großen Abend geht. Seht selbst, die Prinzessinnen haben viel zu tun. Gestern wurden schon die Kronen gestaltet. Heute geht es an die schönste Ballkleidung für Prinzessin und Prinz. Die Kleider sind perfekt. Jetzt wird es Zeit für ein Prinzessinnen-Spa. Eines fehlt noch. Was wäre ein Ball ohne einen Tanz? Wagen wir einen Blick hinter diese Tür zum Tanzkurs. Es dämmert schon, der Abend naht. Im Speisesaal wird das Abendessen serviert. Die Stimmung ist fröhlich, das Essen schmeckt. Im gemeinsamen Gottesdienst kommen wir alle noch einmal zur Ruhe. Es ist soweit, der Ball ist eröffnet. Die Prinzessinnen genießen den Abend, feiern ausgelassen, tanzen und spielen.
Mit dem Ball endet ein wunderbares Wochenende als Prinzessinnen. Wir haben Energie für den Alltag getankt und starten positiv in die nächste Woche.